So. Sie ist absolut müde. Also geht sie jetzt mal schlafen und sie geht auch schlafen. Die haben wahrscheinlich morgen dann eh keine Schule, glaube ich. Wie sieht es denn hier aus mit euren... Oh, die haben aber schon einiges gelernt jetzt. Ja, richtig viel gelernt. Die können wir eigentlich jetzt mal zu Kleinkindern werden lassen, ne? Jetzt haben wir gerade den Kuchen hier, dann lassen wir die anderen jetzt mal zu Kleinkindern werden. So. Ihr seid cute. Dankeschön. Dankeschön. Draco macht hübsche Kiddos. Ja. Sie hat was von Wednesday. Stimmt. Komm, wir helfen mal Leon. Ich glaube, Leon war wach, ne? Ne, Kühlwalder war wach. Verdammt. Egal, Kühlwalder wird ja gleich dann auch älter. So, einmal Leon. Oh, ein Charmeur. Ja, unbedingt. Und Eribert, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen im Katzenkörbchen. Schön, dass du dabei bist. Damon ist der erste Vater, der seinem Kind etwas schenkt, weil es älter geworden ist. Können wir das mal kurz appreciaten? Kühlwalder wird jetzt älter. Kommt pünktlich zu Haribert, stimmt. Stimmt. Hier sind alle so verklatscht, da fühlst du dich schnell nicht mehr einsam. Wer singt denn da so furchtbar? So. Sie ist neugierig, das ist okay. Guck mal, Damon schickt seinen Kindern Geschenke. Können wir da mal bitte drüber sprechen? Weder Consti noch Draco haben das bei denen ihren Kindern gemacht. Und er gönnt sich auch erstmal ein Stück Kuchen. Was hat Kühlwalder denn für eine Frisur? Das ist ein Träumchen. Kühlwalder ist müde. Weniger hungrig, mehr müde. Kannst du Kühlwalder in den Schlaf lesen, bitte? Die ist wirklich sehr, sehr müde. Das ist gut. Mach das mal. So, und ihn dann bitte auch. Gute Nachtgeschichte, Fetu. Hallo, wohin? Excuse me. Ach, du willst lieber in diesem Bett schlafen. Na gut, dann schlaf halt alleine ein. Hä? Gute Nachtgeschichte, Fetu. Kannst du bitte aufhören, im Klo zu spielen? Ich muss gleich brechen. Nur noch Kinder, wir brauchen ein neues Baby. Muss aufs Klo laufen. Hallo, liest du mal meinem Kind was vor jetzt? Das ist ja frech. Jetzt schläft er im Zelt. Ja, gut, dann schläft er jetzt halt im Zelt. So, dann gehst du bitte duschen. Nein, ich wollte es wegschmeißen. Warte, so. Genau, ich hab's runtergeschraubt. Was ist denn, wie ist das denn passiert? Naja, wir gehen halt viel angeln und da habe ich gedacht, das würde irgendwie Sinn machen, wenn wir so ein Aquarium hätten. Ich mag das so gern. Ich mag Aquarien. Aber die sind halt so viel Arbeit, ne? Aquarien in Real Life sind so krass viel Arbeit. Hatten wir nicht noch ein Kind mehr? Wo ist sie? Warum ist sie? Warum bist du verängstigt? Angst vor Monster? Gehst du bitte schlafen? Danke. Hast du guten Sinn gemacht? Okay. Dankeschön. So, warum bist du jetzt schon wieder wach? Excuse you? Gehst du bitte schlafen? Go to sleep. Please. Warum bist du jetzt wach? Was ist denn hier los, Kinders? Es ist so viel los. Geh schlafen. Es ist mitten in der Nacht. Oh, jetzt ist er wieder wach. Ich kriege zu viel.
hasst die Schlafenszeit. Ich gebe dir gleich einen Grund, was zu hassen, mein Freund. Jetzt leg dich in dein Bett und pennen. Oh. Ich habe Angst vor Monstern. Gehst du bitte schlafen? Da. Ich wäre eine gute Mutter. Ich wäre eine gute Mutter. Ja, wir müssen hier dringend nochmal Toiletten. Wisst ihr, was wir machen? Wir bauen hier nochmal so einen Toilettengang ein. Das wird ganz furchtbar. Die müssen dann hier den ganzen Gang hoch bis hier drüben. Weil ich das anders irgendwie... Oh, hier zum Rand kann ich nicht mehr bauen. Das heißt, wir bauen jetzt hier. Wir machen das jetzt ganz umständlich. Aber es wird großartig, vertraut mir. So, wir haben hier dann so einen Raum... Und hier nochmal so ein Raum. Ah, oh, das wird super. Dann machen wir jetzt hier so einzelne Kabinen hin. Das wird ganz toll. Überhaupt nicht wie in einer Jugendherberge oder so. Da machen wir jetzt ein paar Klos rein. Ja? Warte. Ihr seht gleich, was ich vorhab. Moment. Wir könnten auch die hier nehmen, aber die nehmen echt viel Platz weg. Die nehmen verdammt viel Platz weg. Vor allem, wie sollen die jetzt funktionieren? Das slottet ja überall ein. Nee, komm. Wir machen das so. Wartet, wartet, wartet. Trust the process. Vertraut mir, ich weiß, was ich tue. Moment. Wo ist denn das Klo, was wir oben haben? Das da. Guckt mal, das passt doch wunderbar. So, dann haben wir hier, das muss ja, ne? Muss nicht schön sein, muss wirken. So. Schön. Oh, ich habe eine andere Idee. Warte mal. Wir können das ja hier jetzt nochmal so nehmen. Ein Katzenklo rein, was ist denn mit euch? Ihr seid ja grausamer als ich. Na hier, das ist doch wunderschön, ist das doch jetzt. Gar nicht, was ihr habt. Nee, das ist ein bisschen eng hier, das Klo. Moment, lass mich das so. Nein. Nein, 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 nein. Warte. So. Was machst du denn da? So viele Toiletten brauchen wir gar nicht. Fällt mir gerade auf. Egal. Mal einfach Katzenklo. Wer böse? Okay, war böse. Paddy. Hallo, Paddy. Was ist das denn? Oh, wir könnten hier auch noch ein paar... Oh, das... Nee, das kann ich nicht aussprechen. Aber wir könnten hier noch so ein paar Duschen reinmachen. Warte, wir machen hier einfach... Ja, ich weiß, wie das klingt, aber so ist es nicht gemeint, okay? Wir machen hier noch 4 Duschen rein. Es ist... Licht kommt jetzt. Ja, warte. Nein, nein, nein. Ich wollte nicht das Klo kopieren. Ich wollte Licht machen. So und so. Es muss alles einfach nur funktionieren. Es ist egal, wie es aussieht. Da kommen auch noch Türen rein. Versprochen. Die werden auch nicht da drin eingesperrt. Versprochen. So. Schlimmer als es aussieht. Es ist ein sehr schönes Bad. Stimmt, und hier dann noch so Waschbecken fürs Händewaschen. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Wir machen das so. Warte, wir brauchen noch Türen. Wir brauchen Türen. Wir haben hier einmal eine Tür, dann die geht hier hinten hin. Dann haben wir hier noch eine Tür, die führt dann da rein. In dieses wunderschöne Badezimmer. Da möchte ich aber bitte geschlossene Türen haben. Eine Glastür. Für die Duschen und so. Na hier, das ist doch ganz nett. Da und da und da und da für die Duschen. Stellt euch einfach vor, das ist eine Jugendherberge. Vom Türbogen. Pflanzenfiesi, was sollen die denn mit Pflanzen? Symmetrie. Und Duschköpfe mit 11 Löchern. Hallo, Bossi. Was geht denn jetzt?
Ihr seid böse. Ihr denkt immer nur an böse Sachen. So böse ist das gar nicht gemeint hier. Ich meine es nur gut. Stell dir vor, die müssen sich immer einpieseln. Das ist doch nicht schön. Da willst du denen mal was Gutes tun. Guck mal, ich fließe das ja noch nicht mal. Es ist ja ein warmer Holzton. Gib denen ein bisschen Lebenswillen. Nur ein bisschen. Da kommt keine Deko hin. Das muss nur funktionieren. Ja, die kriegen sogar die guten Duschen. Mal hier einmal. So, da haben wir da die Duschen. Da wird nämlich nicht mehr gestritten, wisst ihr? Zack, alles verschimmelt. Viele Bits für Pflanzen. Was wollt ihr denn da für Pflanzen? Warte, wir brauchen noch Waschbecken. Okay, ich stelle gleich ein paar Pflanzen auf, okay? Aber erst brauchen wir noch Waschbecken. Das ist wichtig. Wichtig, diese. So, ein paar Waschbecken hier. Oh, warte. Komm, eins noch hier. Das ist doch wunderschön. Und ihr wollt jetzt unbedingt noch Pflanzen, ja? Und der Butler weint, weil jemand muss das ja putzen. Was haltet ihr denn hier von diesem Gestrüpp? Das steht dann da hinten. Toll. Muss er das auch noch gießen. Dann haben wir hier noch eine schöne Pflanze. Die finde ich ganz, ganz toll. Das ist übrigens CC. Kann ich nur empfehlen. Fragt mich jetzt nicht, woher das ist. So. Reicht das? Schöne Tierstrumpf. Es macht keinen Spaß. Wisst ihr das? Keinen Spaß. Pflanzen, F-E-S-I, Pflanzen. Ja, F-E-S-I. Ich mache ja schon Pflanzen, warte. Guck mal, hier kommt noch eine Blume hin und da kommt noch ein Busch. Und na, hier machen wir noch ein bisschen Dingens und da machen wir noch ein bisschen Bummens. Und warte, oh, die haben wir ja auch noch, die ist toll. So. Okay, Pflanzen, wir haben Pflanzen. Hallo Nele, wie geht's dir? F-E-S-I. Teppiche können wir auch machen, ja. Komm, wir machen hier so Läufer hin, okay? Danke, liebe Festioli Kappa. Dein neuer Rapper und Straßenname. Und danke für die ganzen Biddies, ihr Lieben. Dankeschön. Ich kann ja auch Zeitungen hinlegen. So. Warte, Läufer. Da kommen hier jetzt Läufer hin. Seid ihr dann zufrieden? Ist das jetzt schöner? Ich wollte doch keinen Einrichtungspreis gewinnen. So. Hast du gerappt? Auf jeden Fall. Ich habe nicht gerappt, nein. Alles gut. So, dann machen wir hier vor, aber dann jeweils noch so eine kleine Blumenwiese, okay? So, für die Füße. Damit die nicht da rauskommen und kalte Füße bekommen, okay? Damit seid ihr doch bestimmt d'accord. Ich kenne euch doch. So, schön. Hier vorm Pott auch noch. Ich speichere, dankeschön. Endlich denkst du wie wir. Ach Mann, hau den Unterhalt raus. Damit bin ich koscher. Ach ja. So nett auf einmal. Ja, ich hab plötzlich so einen guten Tag. Ich hatte so eine Eingebung auf einmal. Wir haben hier noch... das ist aber flauschig. Das ist aber flauschig. Die haben ja alle schon Teppich hier. Die sollen sich mal nicht beschweren. Aber die können wir hier hinlegen. So. Das ist der Sommer, der bringt Freude. Seit wann das denn? Die Eingebung war ich. Ihr wart alle zusammen daran beteiligt. Wir könnten hier den Pflanzenmix eigentlich noch hier hinstellen.
So, aber wehe, der blockiert jetzt eine Tür. Da wird der gnadenlos gelöscht. Also das Badezimmer hier unten für alle zusammen ist jetzt aber sehr blumig auch, ne? Das ist wirklich sehr viel Pflanze. Wir hängen hier noch Bilder hin. Die nehmen nicht so viel Platz weg. Habe ich da was Nettes? Ich habe was Nettes. Guck mal hier, Blümchen. Ein Traum. Kann ich mal die Wände hochhaben, bitte? Hier haben wir noch eine Feder. Da. Endlich kann man sich mal hier was angucken, wenn man am Pott sitzt. Schön. Schön, schön, schön. Ich sehe keine Blumenklopapier. Wer braucht denn, das sind Bidets. So, ist das zu hoch? Ja, ein bisschen, ne? So, machen wir ein bisschen runter. I like trains. K-L-O-P-A-P-I-E-R. K-L-O. Dankeschön, Lynn, für die weiteren 100 Bits. Nee, Moment mal, das sind 500 Bits. Holy shit, Lynn. Dankeschön. So. Hab mich gerade gewundert, wo der Sound herkommt. Aber ich habe den ja eingerichtet, wenn ein Hype Train kommt. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Dankeschön. So, im Klo brauchen wir aber keine Blumen, oder? Wir können es ja gerade mal so da drin drehen. Das lassen wir mal besser. Aber ich finde es halt doof, dass die jetzt da all the way around müssen. Wir können ja mal schauen, dass wir hier vielleicht noch eine Tür hinmachen, wo das dann ein bisschen schneller geht. Dann haben die halt mehrere Möglichkeiten, da reinzukommen. Einmal hier und einmal hier durchs Kleinkindzimmer. So, dann haben sie auf jeden Fall ein paar mehr Möglichkeiten, um in diesen Raum hier reinzukommen, ne? Genau. Ne, aber Teppich. Soll da jetzt wirklich noch... Okay, warte, wir machen da noch einen Teppich rein. Wir machen da noch einen Teppich rein. Hier gibt es auch diese kleinen Teppiche, die eigentlich für die Babys sind. Aber nee. Hier. Da haben wir Teppich. Schön. Es ist jetzt ein Blumentraum. Und es ist sehr freundlich alles. Vielleicht können wir hier noch ein paar Spiegel hinhängen. Oh, den hier. Genau. Den hier hängen wir einfach dahin. Kann ich den so übereinander glitschen, ohne dass das furchtbar, furchtbar, furchtbar aussieht? Ja, das geht. Das geht tatsächlich. Das ist in Ordnung. Hör mal, das ist ja bald eine Brutvilla. Möchte man glatt einziehen? Nicht. Das verstehe ich jetzt nicht, Nick. Aber dankeschön für die 100 Bits. Und für Nachschub sorgen, das ist nett. Das ist nett. Vielen Dank. Brauchen wir hier noch irgendetwas? Ich glaube, wir brauchen hier jetzt gerade nichts mehr. Wir haben jetzt mehrere Duschen, wo die Kinder auch alle gleichzeitig duschen können. Wir haben ein Klo zu wenig tatsächlich jetzt. Aber das ist okay. Noch ein paar Blumen. Wir haben wirklich sehr viele Blumen. Wir könnten hier oben noch Blumen hinstellen. Wartet. Wenn euch das so glücklich macht, ein paar Blumen, das kriegen wir hin. Oh, was ist denn das? Hängt das von der Decke? Oh, das hängt von der Decke, Tatsache. Das ist doch irgendwie cool. Aber es hängt sehr niedrig, da stößt man sich ja die ganze Zeit dran. Also erstmal hier hinhängen. Aber die hier zum Beispiel finde ich ganz schön. So. Hier steht halt das Aquarium, ne? Aber da könnten wir vielleicht sowas hinhängen. Das hängt dann da so ein bisschen vorm Aquarium rum. Dann können wir hier neben den Mülleimer noch ein schönes Schränkchen mit einer Blume stellen. Im Bad ist wirklich gar kein Platz mehr für Blumen. Da könnten wir auch höchstens noch irgendwas von der Decke hängen lassen oder so.
Was haben wir denn da? Wir hätten sowas hier fürs Bad. Das geht schon. Hier können wir noch ein paar Blümchen auf den Nachtschrank stellen. Aber der Butler kriegt auch mal was Nettes hier rein. Schön Efeu neben das Babybett, wird schon nichts passieren. Das Babybett stellen wir auch mal wieder zur Mutter. So. Okay. Das Aquarium vor dem Bücherregal, nice. Da ist eine Wand zwischen. Da ist eine Wand zwischen. Das Bücherregal steht quasi dahinter. So, wir haben kein Wohnzimmer, aber das hat den einfachen Grund, dass wir das eh nicht nutzen würden. Das ist also vollkommen in Ordnung. Die stelle ich mal hier draußen noch hin. So. Also wir haben jetzt wirklich sehr viele Pflanzen. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden noch. Wir haben mittlerweile mehr Pflanzen als Kinder. Mal hier, das können wir noch hier hinhängen. Schön ist das. Bildungsfilmisch ekelhaft. Ja, genau. Der arme Butler. Der hat auch wirklich ein schweres Leben, ne? Und ihr Lieben, Dankeschön für den Hype-Train mit 801 Bits. Dankeschön. Hallo, Theodor. Weil der kriegt hier noch so ein paar Puschelblumen. Hier ist noch so ein kleiner Baum. War unser Haus schon eben mal ebenerdig? Hatte das nicht mal eine Treppe? Ich glaube, ich erinnere daran, dass man eine Treppe hatte. Auf einmal ist es keine Treppe mehr. Na, bevor ich jetzt was kaputt mache, lasse ich das mal so, wa? Ist auch alles irgendwie ein bisschen in den Boden versunken, habe ich das Gefühl. So die Mülltonne und so und der Briefkasten, alles ist so ein bisschen im Boden. Ach, na ja. Ja, das hatte mal eine Treppe, ganz merkwürdig. Es ist weg. Die Treppe ist weg. Es ist jetzt ebenerdig. Erdbebengebiet, meinst du? Haus zu schwer. Ja, wegen den Blumen. Nein, das ist auf einmal erhöht hier alles. Seht ihr das? Das ist ganz plötzlich alles höher. Keine Ahnung warum. Konnte man das nicht irgendwie platt machen wieder? Das ging doch hier irgendwo. Gelände planieren. Okay, es hat gar nichts gebracht. Das hat einfach überhaupt nichts gebracht. Okay, da macht er das nur hoch. Das wollen wir nicht. Grundstück abflachen. Grundstück abflachen? Großartig. Ich speichere, danke. Das dritte von links. Nö. Da passiert gar nichts. Da passiert einfach gar nichts. Habe ich mich kurz verschluckt. Da passiert einfach nichts. Gar nichts. Ich habe Kaffee in der Luftröhre. Das ist sehr, sehr unangenehm. Wegen dem Keller ist es erhöht, okay. Dann ist das wohl normal, ja? Ich war mir jetzt unsicher. Grundstück abflachen, dankeschön. Fesi experimentiert da jetzt und gleich ist das ganze Haus weg. Wahrscheinlich. Dankeschön für die Clip, Tabi, dankeschön. Und Hallöchen, Jennifer. Schön, dass du schreibst. Wie geht's dir? Aber wir hatten ja vorher auch schon Keller und da ist nichts gewesen.
Egal. Ist ja auch egal. Wir speichern nochmal zur Sicherheit. So. Hab auch einen gemacht. Ach, ist nicht schlimm, Porsi. Ist nicht schlimm.